Hallo zusammen, Sonntagmorgen, nach dem Schnee, die Sonne, wunderschön. Also, Rundgang. Wir sind bei den Aussaaten. Wenn schon jemand etwas ausgesagt hat, in der Mitte sind Ingwer. Die sind nicht ausgesagt, die sind teilt und bewurzelt. Dann habe ich Felix. Dann habe ich früher eine Gemüsebälle. Dann hat es Physalis, da hat es Hirschhornsalat, eine Haufen Rande. Da habe ich schon am Zuckermais angefangen, eine Saubohne, dicke Bohnen, Erbsen, nochmal Saubohne. Ja, das wächst vor sich hin und ist bereit zum Setzen. Das setzen wir direkt im Mulch. Ab so Woche 16, 17 kommt das ab im Mulch. Wenn wir so vorziehen, starke Pflanzen machen und dann kommen sie im Mulch. Lucola, den haben wir im Januar gesetzt. Das ist ein bisschen Rauch. Ein bisschen Rauch im Blätter. Aber zum Essen ist schon gut. Und ein paar Spezialitäten, zu denen sage ich dann später im Jahr etwas. Sind wir draußen vor dem Tunnel. Die Woche haben wir richtig gut geschafft. Also heute Morgen dabei gesagt. Alles, was wir uns zuvor vorgenommen haben, haben wir über die Runde gebracht. Da haben wir vier Reihen Obst. Zwei bestehende, zwei ergänzt. Und zwei neue. Haben wir drei scharfresistente Sorten. Die Sorten sage ich noch nicht. Haben wir gut können setzen. Also sage ich noch nichts zu den Sorten, sage ich dann später etwas, wenn es dann auch jemand dran hat. Da haben wir etwas gemacht im Boden. Wir kennen die Schlitz. Da sind wir mit einem Bodenlüfter durchgefahren, haben Milchsäurebakterien eingespritzt, nachher gewalzt. Eigentlich für Bodenlebewesen haben wir die Milchsäure gespritzt und machen wir jetzt das zweite Jahr gemacht, einen sehr guten Erfolg. Ist etwas anderes, macht sonst niemand oder sehr wenig. Bekannt auch unter Bodenlüften. Das machen wir im Grünland, haben wir das ganze Grünland, auch da hin, wo der Weide ist. Wo Weide gibt, haben wir es auch gemacht. Da ist nicht ganz gelungen, da ist die Walze, die hinten dran gefahren ist, nicht ganz zu gewesen. Und da ist der Schlitz auch nicht ganz offen. Aber es spielt nicht so eine Rolle. Jetzt in dem vierten Wetter ist das optimal und kommt gut. Da haben wir noch das Wintergemüse, das vor sich her vegetiert. Da werden wir dann in etwa zwei Wochen Flächenrotte machen, wenn wir irgendwie eine Bodentemperatur haben und bereit machen für das erste Gemüse zu setzen. Also, zum letzten Sonntagsfilm, den ich hatte, das ist schon eine Weile her, möchte ich mich bedanken für die coolen Antworten. Geschrieben hat, glaube ich, Annemarie. Denen, die uns einen Kommentar geschrieben haben, die Lösungen sind gekommen. Es war der Meerrettich. Das, was wir hier sehen, ist nicht der Meerrettich, aber ist ein Rätsel. Jetzt sind wir eigentlich schon fast ein bisschen spät in diesem Jahr. Wir haben ein spät gesetzt. Das grüne Ding hier. Der ist aber typisch noch. Im März, top aktuell, wird der Salat gegessen. Und es gibt es auch in Rot. Und es ist eigentlich ein bisschen bitter, dass wir alle ein bisschen oder viele ein bisschen speuzen. Aber es ist sehr fein. Und es ist so, wie ihr es jetzt hier seht, sehr typisch. Also, Rätsel, wer da sind. Gebt doch einen Kommentar, würde uns freuen. Kommen wir auch eine Antwort über ganz bestimmt. Ja, so hat es bei uns auch ausgesehen. Nach einem heftigen Sturm. Jetzt haben wir schon etwa dreimal aufbiegen. Ein riesen Bordell. Wir biegen zu einem Montag auf, nach dem Sturm. Also, da sind wir nochmal am Schermen, im Kühler. Ich werde noch schnell vier Sachen zeigen. Das hier ist ein Bulli Wienerli,
So wie ihr es nur bei uns kaufen könnt. Poulet Fleisch mit Kalbsfett und Schafdarm. Das ist ein Poulet Würstli mit Kalbsfett und Wieland Käse. Das ist Kalbsbratwurst, Schweinsbratwurst und Poulet Servala. Alles am Wert. In der Gemüsekiste extra bestellen. Oder am Hofladen an der Landstraße in Oberwil. Jetzt noch frisch bis am Dienstag und nachher gefroren in der Gefriere im Häuschen. So, jetzt wünsche ich euch einen schönen Sonntag, einen sturmfreien Sonntag, einen guten Wochenstart und bis am Mittwoch Gemüsekiste-Video. Schönen Tag.